Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Mit diesen Worten endet die biblische Erzählung von der Verleugnung des Petrus, die am Sonntag in den evangelischen Kirchen Predigttext ist. Dass ein gestandener Mann wie Petrus weint, kommt selten vor. Da muss schon etwas sehr Einschneidendes geschehen sein. Manchmal erlebe ich es bei Beerdigungen, dass Menschen, die voll im Leben stehen und ihre Emotionen gut im Griff haben, nicht mehr an sich halten können und bitterlich weinen. Weinen über den Verlust eines lieben Menschen. Damals bei Petrus ging es nicht um den Verlust eines Menschen, sondern um Treue, die verloren gegangen war. Er hatte Jesus Tage zuvor vollmundig Treue geschworen, Treue bis in den Tod, doch von diesem Eifer war nach der Verhaftung Jesu nicht mehr viel übrig geblieben. Dreimal wurde Jesus von verschiedenen Leuten gefragt, ob er nicht auch einer seiner Freunde sei. Und jedes Mal stritt er es ab. Kennen wir das nicht auch aus unserem Leben? Wir sind von einer Person absolut überzeugt und stehen kompromisslos hinter ihr. Doch dann ändern sich die Rahmenbedingungen. Wir merken, dass die Person Schwächen hat, die wir bisher nicht sahen. Andere hinterfragen uns, ob es sich lohnt, dieser Person gegenüber loyal zu sein. Wir befürchten, dass uns unsere Treue und Unterstützung uns zum Nachteil gereichen könnte. Und unter diesem Druck geben wir nach, geben die Treue auf, lügen, winden uns irgendwie aus der Situation heraus. Doch dann folgt diese große Leere, das Gefühl, im entscheidenden Moment versagt zu haben. Wir hassen uns selbst und weinen bitterlich. Mit Versagen fertig zu werden, ist nicht leicht. Manche Menschen machen sich selbst innerlich ein Leben lang Vorwürfe, weil sie im entscheidenden Moment nicht zu dem standen, was sie eigentlich wollten. Weil sie sich fremd bestimmen haben lassen von der Meinung anderer, von übertriebenen Ängsten und Sorgen. Und es gibt Menschen, denen das immer wieder passiert, dass sie in wichtigen Momenten nicht sie selber sind, nicht das tun, was ihr Innerstes ihnen sagt, sondern sie ihren Ängsten folgen. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus nach seiner Auferstehung Petrus die Chance gegeben hat, dieses Trauma aufzuarbeiten. Dreimal fragte er ihn: Liebst du mich? Dreimal konnte Petrus mit Ja darauf antworten und damit das dreimalige Nein seiner Verleugnungen neutralisieren. Wie Petrus gibt Gott auch jedem von uns die Chance, unsere Versagenstraumata aufzuarbeiten. Wir können mit ihm im Gebet zurückgehen in die Situationen, wo wir versagt haben, unseren Frust über uns selber von der Seele reden, das Schuldgefühl, das wie eine Last auf unseren inneren Schultern liegt, wie ein schwerer Rucksack vor ihm ablegen und abgeben. Das befreit und es bestärkt uns, zukünftig in solchen Momenten zu tun, was unser Innerstes uns sagt. Amen.